Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge GT Online. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen hier auch auf YouTube, ne? Und im Los Santos. Im Los Santos drin sind wir gerade. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute haben wir eine coole Challenge. Die haben sich super viele Leute gewünscht. Wir sollen mal wieder Verstecken spielen mit unserer altbewährten Truppe, der Bronzebiert. Hallo Bronzi. Hallöchen. Hallo Curry. Hallo. Hallo Leno. Hallo. Und natürlich hallo Taros. Wo ist der eigentlich? Achso, der sitzt beim Leno drin. Ja, wir müssen uns jetzt eine richtig schöne Location suchen für Verstecken. Aber bei mir rein. Die Regeln beim Verstecken. Die Regeln beim Verstecken sind ganz einfach. Wir dürfen nicht mit HUD spielen und wenn einer erwischt wurde, dann muss der natürlich helfen mitsuchen. Das kennt ihr ja vom Sarazar damals. Der Sarazar ist ja immer noch in Los Angeles oder in Costa Rica oder was weiß ich, wo der ist gerade. deswegen kam man noch nicht auf, zu GTA Online aufzunehmen, aber natürlich gibt es hier trotzdem die ultimative Ladung an GTA eingeschrieben mit den ganzen Jungs. Freut mich auch. Klar, dass der Major nicht dabei ist, aber egal. Das ist die erste Folge, die wir mal alle zusammen zocken, so ein bisschen, außer der ja. Major. Ja. Das finde ich cool, ey. Richtig okay, nice. Komm, Upsala. Du hast noch eine schöne Ecke hier. Stimmt, nee, hier sind wir fünf Leute. Cool, warte mal, hier ist ganz cool eigentlich. Komm, wir parken mal die Autos hier so an der Straße. Guck mal, Sascha, hier links, ey, dieser Pizza da hinten, der rote, sieht auch ganz gut aus. Ja, aber Klaus, lieber keine Karre, Sascha. Lieber nicht. Nee, ich will mir nur mal von der Nähe angucken. Doch, den guck ich mir okay, auch nochmal an. Kannst du dir nachher klauen vielleicht. Sehr Infernos, ne? Mhm. Aber nicht einsteigen, jetzt hast du boah, den kenne ich noch aus GTA 3, glaube ich, oder? Nice. Okay. Jetzt können wir uns abhauen, ey. Ja. Zack. Pass auf, das hier ist jetzt hier das Gebiet hier. Ja? Verstecken kennt ihr ja. Ne? Okay, wie ist das Gebiet? Aber komm, ich muss mal eben die Karte anmachen, sonst. Ach, du hast doch mal Fettsack hinterher, das bist du. Ich würde euch mal gern übrigens alle zeigen. Hier, kommt mal her. Nein, Sascha, nicht klauen! Der Sascha braucht doch noch ein neues Auto. Hat der keiner gesehen, Mann. Ja, aber wir spielen ja Verstecken und wenn er jetzt Pech hat und erwischt wird. Ich muss nur meinen Wagen hinstellen. Mach fertig da, mach fertig. Okay. Dein Wagen, sagt er so, weißt du? Das ist mein Auto. Alter, Klauer, der. Ja, nicht schlecht, Mann, nicht schlecht. Okay, dann müssen wir dann gleich schnell, müssen wir gleich den Sascha alle zum, Dings. Ey, das ist auch ein geiler Folgenabschluss dann. Dann fahren wir alle in eine Kolonne zum, Los Santos Customs und dann kann der Sascha seine Karo lackieren. Okay, also hier mit dabei der Bronze, den kennt ihr ja, ne? Dann haben wir den Leno, ne? Hi Leno, yo, Taros hier vor mir im Anzug und der Curry könnten Brüder sein. Hallo, Sascha immer. Ne? So, und also, mach mal alle die Karte auf. Ja, wo kann man so. Kann man die aufmachen? Escape. Escape. So, okay, Escape. Wir müssen jetzt der eine kleine. Wir hier sind, ne? Ja, genau, wir müssen jetzt eine kleine Region festlegen. Also, wir machen es ein bisschen größer, ja? Echt? Meinst du echt? Das ist schon sehr viel. Ich würde sagen, hier, wo dieses Apartment zum Verkauf steht. Also, wir sind halt so fünf, ist ja dieser ne? Block hier. Ist doch ja, ich hab, ja, genau, Lenno. Pass auf. Ihr seht ja den Friseur rechts, oder? Ja, mhm. Ja, genau. So der Abschnitt, sagst du. Genau, über dem Friseur ist ja eine Kreuzung, ja? Ja. So, von der bis zur Kreuzung, nicht zu der dicken, die schräg geht, sondern daneben links ist noch eine, richtig? Über uns, oder was? Genau, über uns. Also nicht die dicke Curry, nicht die schräge, links. Sondern die links davon. Ja. So, von dort aus bis, wo das verkaufte Haus ist, genau, bis zu der schiefen Kreuzung. Also das ist so die quasi das Quadrat, ne? Sozusagen. Genau, ja. So, wir müssen das HUD ausmachen. Wenn einer erwischt wird, ja, dann sagt man, dann boxt man den einmal, ja? Also darf zum Beispiel wegrennen? Okay. Nee. Also ihr dürft euch während des Dings bewegen, ja? Es sei denn, ihr wurdet nicht erwischt. Aber wenn ihr erwischt wurdet, also wenn der Taros dir sagt, Leno, ich hab dich und box dich, oder Leno, ich seh dich, du stehst und da, dann bist du, ist aufgehört. Also hast du verloren. Ja? Also es reicht das Sehen. Genau. Okay. Aber Safety wäre Boxen und du musst halt genau die Location nennen. Ja, irgendwie ein Anhaltspunkt, damit das auch gut ist. Ja, nicht, dass man sagt, ich seh dich und dann, shit. Ja, genau. Und das Tolle ist, ich glaube, alle nehmen auf, richtig? Genau. Mhm. So, ihr könnt das aus allen Sichten sehen. Ja, also wenn jemand jetzt, wenn jetzt zum Beispiel der Taros den Leno entdeckt, dann sieht man das. So, und die Voraussetzung ist natürlich, dass man das HUD ausstellt. Ja, das also macht man wie? Du gehst auf Einstellungen und Optionen und dann Anzeige und machst Radar und HUD aus. So. Oh, es wird sogar schön hell jetzt gerade. Okay, nochmal ganz kurz. Wie kann ich meinen Fallschirm ausziehen? Inventar. Inventar, drück mal M. Dann gehst du auf Inventar und dann machst du den Fallschirm weg. Fallschirm du. Aus. Alles klar. Verstecken mit den alten. Muss doch gar nicht zur Schule, Sascha. Dann wollen wir mal hoffen, dass wir auch hier irgendwie nicht über das Quadrat hinauslaufen, ne? Nee, das können wir. Das ja, jetzt. Da kann man. Achso, ja, warte mal, kann man. Von anderen kann man nicht einstellen, dass man. Dings, dass man die Spieler auf dem Radar gar nicht sieht? Doch, das kann man einstellen, doch, aber wenn geht. Man sich unsicher ist, dann kann man ganz kurz einmal die Karte. Mach mal Spieleanzeige aus. Gucken wir mal. Anzeige, und dann kannst du hier auf Radar einfach. Ne, das wird dann immer noch angezeigt, Curry, das ist blöd.
Warte, Spieler was ist denn das erweiterte Radar? Ich hab's die ganze Zeit aus, aber warum der es trotzdem anzeigt? Ja, weil wir in der Nähe stehen, leider. Ja gut, wir können uns ja hier umgucken. Guck mal, links, da ist ein Haus ja, und so, genau. Weißt du? Also hier okay. Irgendwie umliegenden Häuser, fertig. Wir machen jetzt ein Spiel, ja? Ich stelle dem Bronze jetzt eine Frage und wenn er die richtig beantwortet, ist er nicht der Suchende, okay? Okay. Bronze. Okay, Bronze. Die Frage lautet, wie alt ist Yoda? Boah, 900, glaube ich, oder? Nee, 800, glaube ich. 800? Ja, doch, toll, ja, kann sein. Ja. Doch, ich weiß, beantwortet. Sag, Bronze muss suchen. Tschüss. Also, Bronze, pass auf, Bronze. Okay. Guck mal, warte, Curry, noch nicht. Oh Mann, aber ich wollte mich verstecken. Wenn Yoda ja, doch 900 ist. Der Bronze ist. Muss ja erst aus der Sicht gehen. Ich weiß gar nicht, wie dann habe ich einen Bronze gut. Nur, ne? Wollte den Bronze nur ärgern lassen. So, pass auf, Bronze, guck mal. Dein Startpunkt ist, gegenüber von der Straße ist doch eine Brücke. Richtig? Die da hinten, oder was? Ja. Stell dich mal hinter der Brücke, aber mach Ego-Perspektive, sodass du uns nicht siehst. Du zählst dann von 20 runter, okay? Okay. Okay. Wollen wir das sogar so machen, dass man nur eine Ego-Perspektive spielt? Ja, ich glaube, das wäre ein bisschen sehr krass. Machen wir. Also, ey. Also das Gebiet ist halt echt groß und dann die... Ey, ich wurde geschubst. Oh, Entschuldigung, ey. Okay, Bronze, dann geh mal rüber da. Jo, ich geh schon, ey. Aber Bronze, du darfst nicht gucken. Hallo. Nee, ich geh jetzt zur Brücke und dann stelle ich mich dahinter, ne? Hallo. Ja, hinter die Brücke stellen, hinter die Brücke, dass du uns nicht mehr sehen kannst. Ich stelle mich auf die Brücke und guck in die weite Ferne. Was denn für Augenländer, Alter? Krass, aber nicht die Kamera drehen, ne? Nee, Quatsch. Ja, wenn der Bronze die Kamera dreht, ne, dann guck sehen wir das ja, nicht, dass der Alte schummelt hier. Nee. Okay, Freunde, ich schummel jetzt! Okay, Bronze, sag, wenn's losgeht. Okay, ja. Guck, wie da hinten auf der Brücke steht, Alter. Ja, ich guck jetzt hier die Brücke runter hier, Leute. Okay, sag, wenn's losgeht, Bronze. Okay. 3, 2, 1. Ja! Verstecken! 20 Sekunden, Bronze. Jetzt so eine Musik unterlegen. 30, 29, 28, 27, 26. Er zählt 30 Sekunden. Ey, hier ist nur Scheiße, Mann. Alter, was ist das denn? Hier ist gar nichts. Hier kann man sich 10, gar nicht verstecken, 10, 9, 8. Ernsthaft? Ich bin schwul. So schnell, Mann? 3. Was? Das kann doch gar nicht sein. Ey, klar, Mann. 20 Sekunden ist doch nichts, Mann. Aber ich gebe euch noch 10, Mann, weil ihr es seid. Okay, super. Also kann man sich einfach nicht verstecken. Ich habe ja genau meinen Timer hier, ne? Ne, scheiße, das Verstecken ist voll kacke, Mann. Ja. Okay, warte, ich versuche. Ich hab eins. Hier wollt ihr noch 10? Kriegt ihr noch 10? Ja, wir er will doch mal, wer hat noch nicht? Ich hab so einen Dreck. Scheiße, okay. Mann. Mann, nee, ich bin hier voller Ninja, Mann. Ah! Alter, ich hab mich voll erschrocken! Was war das denn, Mann? Was war das denn, Alter? Ich hab mich voll erschrocken, Alter! Ja, was war das denn, Alter? Alter, bei mir ist voll der Fehler gewesen. Achso, ich glaube, ich weiß, was das war. Das war eine Fehlfunktion, ey. Warte mal. Okay, Bronze. Okay, da war der Startschuss, ja? Darf es losgehen, Bronze. Kann man auch in den Bus einsteigen und einfach mit dem mitfahren? Nee. Sicher. Okay, Bronze, darf es losgehen. Da war doch jetzt was falsch, das war doch kein Sound. Es geht los! Ach, der wollte mal einstellen, hat das falsch gemacht. Nein. Okay. Ey, das hat mit Verkacken nichts zu tun, aber manchmal hat das irgendwie so eine Fehlfunktion, das Gerät, wenn man das an Strom anschließt. Okay, wir machen Bronze. Das aber so. Okay, ich suche euch jetzt. Man darf so lange nicht reden, bis man entdeckt wurde. Nur die gefunden wurden dürfen reden. Nee, echt das, nicht. Warte, ich würde auch sagen, dass wir verstecken, denn die dürfen auf die Karte gucken und auch mal so ein bisschen gucken, wo die anderen sitzen. Außer der Bronze darf das natürlich nicht. Und auch gucken, wo der Bronze so herläuft, so, wisst ihr? Okay. Aber nee, das ist ja unfair, weil wir dürfen uns ja beim... Ach, wir dürfen ja, oder wir machen halt die Regeln, dass wir nicht wegrennen dürfen. Nee, so ist es doch okay. Okay. Ohne gut. Karte, komm. Alle, Gleichberechtigung für alle. Okay. Ja. Protect oder nicht, Bronze kommt. Okay, ich komm jetzt. Okay, also nur die gefunden wurden, dürfen reden. Okay? Dann ist das für den Zuschauer ein bisschen besser. Also, viel Spaß, Bronze. Okay, aber es ist ja dann ein bisschen langweilig hier, ne? Wenn dann das die ganze Zeit keiner was sagt. Ich glaube, ich würde sagen, wir dürfen schon reden, oder? Ja, klar. Ich darf euch auch mal fragen, wo ihr seid oder so. Ja, klar. Ich darf auch mal so gucken, wo ihr seid. Also, was meint ihr? Wen findet der Bronze als erstes? Hast du ein... Nee, der Bronze hat auch das Radar aus, ne? Ja. Gleich ist er dann irgendwo am Strand oder so. Ich bin am Pier, hier ist gar keiner. Hey, aber, das ist so geil, ne? Hey, aber ihr seid gar nicht am Flughafen. Ja, wer ist denn da? Ihr seid gar nicht. Alter, wie gut getan bist du denn, Alter? Leno, ey. Der hat sich voll getan auf dem Schild, Alter. Auf dem Schild? Ja, mit seiner Kleidung, jetzt, pass auf, okay. Jetzt dürfen die anderen nicht mehr reden, okay? Wenn zwei gefunden wurden, das ist perfekt so. Ja, dann könnt ihr euch unterhalten. Das jetzt machen. Mist, ey. Okay. Sollen wir uns aufteilen, Bronze, oder sollen wir zusammengehen? Ja, komm, lass zusammengehen, oder? Okay. Das ist irgendwie cooler dann. Ja. Ich glaube, ist das hier einer von uns? Nee. Das schon gerade, der stand da gerade auf. Der stand da. So ein Schwarzer auf der Bank, weißt du? Der stand hier gerade so drauf. Das war so komisch aus bei mir, weißt du? Ich hab mir einen neuen Skin gekauft, Alter. So ein Schwarzer 50-Jähriger. Mit dem Trainer.
Okay, leider Mann. Hier so getarnt als NPC mit dem Auto rum. Ey, das wäre voll geil. Aber da kann man ja, den Namen stimmt. Doch, trotzdem erkennen, oder nicht? Ich wollte mich erst hier verstecken. Ja, ja. Weißt du? Hier hinter ist bestimmt. Alter, hier hinter ist perfekt, Mann. Guck mal. Boah, Alter, voll das Mega-Versteck. Oder? Kann man nicht mal. Nee, kann man sich nicht hinterrocken. Aber das sieht trotzdem voll geil aus. Angezeigt. Gar nicht, wenn du alles ausgestellt hast. Gar nicht, gar nicht. Weil das aber doch, ja aus. Doch, wenn du ganz nah dran bist, dann ja. Ja. Wollte gerade sagen, aber wenn du nah dran bist, dann geht das. Ja, okay. Ja, ja. Meinst du? Alter, das ist perfekt, weil hier sitzt keiner drin. Boah, Alter, ey. Alter, hier sieht dich keiner. Vielleicht ist er hier in anderen Busch halt einer. Erstmal finden, ne? Guck mal hier. Ey, der ist perfekt, Mann. Hier ist ein Busch. Hallo. Unkel, bei dir drüben alles in Ordnung? Ja, ich sehe dich gar nicht. Wie geil das war, weißt du? Der Bronze rennt die ganze Zeit an mir vorbei, sowas. Dreht sich so um. Wer ist das denn da oben? Ah, ich sehe den Bronze! Nee. Aber ja, ganz. Ja, ich sag okay. Gar nichts. Okay, warte mal, guck mal. Nicht Tipps geben. Er kann uns sehen. Nee, ich hab ja nur gesagt, dass von hier aus kann er uns sehen. Das kann er ja sonst wo sein. Ist, das Problem ist, ich boah. Weiß gar nicht genau, wie das Gebiet ist, aber wir gucken trotzdem einfach mal. Ja, auch nicht, ey. Aber irgendwie ist das voll cool, wenn man sich so mal voll mit der Gegend vertraut macht hier ein bisschen, ne? Ja, man achtet mal auf Details. Das ja, ist ganz eben. Geil. Okay, hier könnte er irgendwo sein. Der sitzt ja hier bestimmt hinter der Hecke irgendwo. Also, ihr dürft euch jetzt nachträglich auch nicht mehr fortbewegen dann irgendwo. Alter. Nee. Ey, die sind in der Tiefgarage, wie genial ist das denn? Seid ihr in der Tiefgarage? Das wäre ja mega genial. Könnt ihr ihr fragt? Ey, bist du in der Tiefgarage? Ja, klar, als wenn sie ja sagen würden, dann nur. Ja, hallo, ist hier jemand? Ah, ich glaube, okay. Jemand ist nicht zu dir. Und wir machen das so: der Letzte, der gefunden wurde, ist der Nächste. Ja, der Erste muss es ja sein, ich bin der. Ja, genau. Und der Letzte, der gefunden wurde, der darf. Genau, der darf sich jemand aussuchen und der darf für denjenigen, der zuerst gefunden wurde, eine Bestrafung aussuchen. Okay? Gibt's denn auch irgendwie ein Zeitlimit? Ja, sagen wir mal. Noch 10 Sekunden. Okay, sagen wir mal, pass auf. Ja. Sagen wir mal, ihr habt noch so 3 Minuten, okay? Okay. Man hat insgesamt 5 Minuten Zeit zum Suchen, okay? Okay. Ja. Passt ja ungefähr. Also, sagen wir mal bis jetzt 10 nach in der Realtime-Zeit. Genau, also wir haben jetzt 15.07 Uhr in echt, also wo wir gerade aufnehmen, und ihr habt bis 15.10 Uhr Zeit. Wenn ihr nicht geschafft habt, müsst ihr beide eine Bestrafung machen. Also wir dürfen, die dann überlebt haben, also die nicht gefunden wurden, dürfen sich dann was aussuchen. Okay. Okay? Jo. Ja. Ey, ihr müsst doch hier in dem Busch sitzen. Und immer der zuerst gefunden ist, muss mitsuchen. Also der muss immer neu suchen. Okay? Weil so ja. Ist es dann perfekt eigentlich. Okay. Kann sein, dass es zwei Folgen verstecken gibt. Mein nächstes. Tiefgarage, oder was? Nee. Komm, man macht hier Fußabdrücke, das ist ja voll behindert. Ah, der muss irgendwo auf Matschi. Sascha rennt rum. Nein, ihr dürft auch nicht euch fortbewegen jetzt, ne? Nee, ich bemerke das nur gerade, dass ich Fußabdrücke hier gemacht habe. Der Brunze. Da! Der Brunze. Der Brunze rennt mir entgegen, ich schrei, da! Wir müssen mal irgendwie raufgucken, da Lenno oder so. Vielleicht ist da oben auch noch irgendwo jemand, wer weiß. Ja, wir müssen uns aufteilen, weil das bringt sonst nichts. Oh, es regnet. Die Spuren verschwinden auf. Was, bei dir regnet's, Alter? Ja, bei mir auch. Ja, bei mir regnet's jetzt auch. Tja, Lenno. Ich weiß halt nicht, wo man hier überall raufkommt, oder? Jo. Ja, jetzt regnet's bei mir. Alter, what the fuck? Curry. Was hast du gefunden? Nein, aber Curry, der muss ja da. Alter! Der muss ja da irgendwo sein, wenn er uns gesehen hat, oder nicht? Er muss ja da sein. Aber der ist irgendwo oben, ey, aber ich weiß echt nicht wo. Ja, ich glaube, wir suchen auch zu. Ah, hier ist Curry! Der rennt jetzt mal 5 Meter auf mich zu, Alter! Der hat gelacht. Dennis ist bestimmt auch irgendwo. Jetzt suche ich mit. Der sitzt hier irgendwo. Ja, aber das ist ja auch irgendwie scheiße dann, weil ich wüsste ja ungefähr, wo er ist, ne? Ja, okay, Curry, pass auf. Da musst du den Taros suchen. Ja, du müsstest jetzt den Taros suchen. Okay, ich gehe den Taros suchen. Okay. Findest mich nicht. Weil du darfst mich nicht finden, das wäre ja sonst ein bisschen dumm eigentlich. Naja, das ist halt ein bisschen das Doofe dann. Oder daran. Vielleicht machen wir es so, dass du gar nicht suchen darfst. Ich darf gar nicht suchen. Ich setz mich nur einfach in mein Auto, beiden. Ja? Obwohl, das ist ein bisschen langweilig. Nee, kannst du mitlaufen mit uns. Suchen. Ja, du darfst mitlaufen, okay. Ja, ich laufe einfach mit euch mit. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden sehe und ihr nicht, dann sage ich nichts, ja? Ja, weil sonst ist ja. Also die ersten zwei suchen immer, okay? Weil sonst wäre es scheiße. Ja, das stimmt. Vergessen zu bedenken. Zwei reichen ja auch dann, ne? Der rennt doch hier im Kreis mit mir. Nee, darf er ja nicht. Versteck. Ist echt geil so, dann. Also es ist ja eigentlich ein Gebiet, wo ich sagen würde, okay, es sind keine Verstecke. Aber wenn man dann jetzt mal so rumläuft, dann findet man immer mehr. Okay, ihr rennt da, okay. Ja, eben. Guck mal, Lenno, hier kann man sich ja überall verstecken noch, weißt du, das Gebiet. Ich sehe ihn. Gehört ja noch dazu hier, weißt du. Wo ist, wo denn? Ich sehe einen Kopf. Ich sehe einen Kopf im Busch da unten. Nee. nee, Alter. Scheiße, Mann. Ja, Mann.
Ich wollte mich da auch erst. Ich wollte mich da auch erst reinstellen, aber der war irgendwie zu klein, der Busch. Aber Curry, ich sehe den Kopf so. Aber okay. Curry, weißt du, wo Sascha ist? Nee. Ja. Ich auch nicht. Werde ich niemals finden. Okay, dann lass uns, dann suchen wir alle den Sascha jetzt, okay? Ich kann eben als abschließenden Tipp geben, ich war sehr in der Nähe von Leno. Echt? Ja. Okay, dann suchen wir jetzt alle den Sascha, weil ich meine, da wissen wir ja, da weiß ja keiner, wo er ist. Und die Zeit ist schon vorbei, das heißt, ich habe schon gewonnen. Ja, das stimmt, er hat Ja, du bist ja, hast ja sowieso gewonnen. Ja, wo warst du denn jetzt? Wo warst du? Ja, komm, ihr habt noch 2-3 Sekunden Zeit. Ja, komm, wir gucken noch. Ja, irgendwo hier muss das ja gewesen sein. Wir eigentlich folgen. Ich weiß gar nicht mehr selber, wo ich war. Da, wo sich der Leben versteckt, dann werdet ihr mich auch sofort finden. Wo war ich denn? Genau, ich war bei Life Invader hinten am Schild. Genau. Life Invader hinten am Schild. Geil, aber, ne? Aber ich würde sogar für die zweite Runde, für die nächste Folge, würde ich sogar einen anderen Ort auswählen. Ja, genau. Guck, ich war hier oben. Ah, ich sehe einen. Ja, aber du bist mega getan. Ja, dann ist er hier hinten irgendwo. Ja, eben. Aber Leno konnte man leicht übersehen, wegen der Farbe halt, ne? Sascha! Boah, Sascha, Alter! Wo ist der denn, Mann? Alter, hockt der hier in der Ecke, ey. Also es gibt sehr viele Büsche, wo man sich komplett verstecken kann. Die wären perfekt gewesen. Der hockt hier einfach hinter der Mauer. Okay, dann hat also der... Sommer, Sascha, warte mal. Wie geil, ey. Das war mega Spaß, ey. Das ist krass. Super. Den findet man echt nicht, ey. Geil. Ist das noch im Radius, Alter? Du Arsch, ey. Ja. Warte. Ah, Alter. Guck mal. Ja. Nee, warte, ist das im... Das ist noch im Radius. Ja, natürlich. Ja. Wir suchen uns jetzt einen neuen Ort für die nächste Episode. Nee, das ist nicht mehr im Radius. Das ist nicht mehr im Radius, Mann. Nein. Du bist einmal über den Block hinaus. Oh, Sascha. Aber dann war auch nicht mehr im Radius. Ja. War der Leno auch hier? Der war hier. Ja, das ist halt ein bisschen hier. Doof da, ohne... ja, okay, komm, Toleranzgrenze, das ist egal, komm. Hey, Leno, Taos hat verloren, okay. Okay, dann gehen wir jetzt alle zu den Autos und fahren dann schon zur nächsten Stelle. Ah, okay, wir switchen das immer, genau, das stimmt. Das ist super. Was und dann in der nächsten Folge... Alter! Der hat ein Selfie gemacht. In der nächsten Folge kommt dann der zweite versteckte Part. Haue wecke den Eimer. Der ist auch geil, den beißt der Wagen da, Sascha. Also dann lass uns doch für den Sascha in der Folge noch den Wagen umlackieren gehen. Also wir bringen ihn da hin. Und in der nächsten Folge lösen wir dann auf, wie sein Auto aussieht. Ich glaube, Wahnsinniger! Zu heiß und zum Tune. Also die musst du dir kaufen. Wahnsinniger! Was war das denn? Dann mache ich mal eben kurz mein Radar an, dann weiß ich auch, wo die Dings ist, die suchen wir den Sascha jetzt noch ein schönes Auto in der Folge. Ach, ich folge euch einfach, ich mach das jetzt nicht nochmal. Okay, los, Jungs. Okay, ja, ey, komm, wir machen alles Radar aus und müssen alle im Curry hinterher fahren, das ist auch eine geile Idee. Wir fahren jetzt einfach zu einer Werkstatt, ja? Aber nein, wir brauchen erst ein Auto für den Sascha. Aber nicht so einen heißen Wagen, Curry. Ja, den kann er ja eh nicht nehmen, dann. Durch einen kalten Wagen. Er kann sich auch einen kaufen, da, ne, oder nicht? Na, wenn ich das Geld hätte. Okay, wir machen jetzt Konvoi fahren. Alle also den hier kannst du dir leider nicht nehmen. Der ist zu heiß. Mustang kann er sich aber nehmen. Ja, Mustang kannst du dir zum Beispiel nehmen. Ja, wie, du hast einen guten Wagen? Ich dachte, du hast gar keinen. Da habe ich einen Wagen. Hier, den kann man sich, glaube ich, auch nehmen. Beim Fahrrad bin ich hingekommen. Der gerade vorbeigefahren. Oder den Bus. Joshua, du hast doch kein Fahrrad. Aber egal, das aussieht mit dem Kabel hier gerade. Hier rechts das Auto kannst du nehmen. Guck mal hier, Sascha, nimm doch den hier. Guck mal den hier. Der sieht geil aus vor uns mit dem Felgen. Den kannst du auch pimpen, Mann. Kannst du den nehmen? Ich weiß es nicht. Doch, der müsste gehen. Ja. Der sieht richtig schick aus. Ich denke, mein Curry's Auto sieht aus wie so ein Fahrrad. Sieht aus wie ein Honda Civic, ey. Nein. Okay, dann losfahren. Nimm den vor uns, Sascha, komm. Nimm den Bus. Was ist los? Okay, Sascha, Bus. Okay, alle Curry hinterher, Sightseeing-Tour. Okay. Wie Sightseeing-Tour? Ich dachte, wir gehen jetzt tunen für Sascha. Ich dachte, aber der kann den Bus ja nicht tunen. Ja. Der Busfahrer steht hier einfach. Okay, dann fahr Feierabend! Nein, Curry, Sascha, nimm dir doch den Wagen hier. Guck mal, den schwarzen hinter dir. Ja, du hast ja dann gar kein Auto. Du musst auch, sonst gehörst du nicht zu uns, Sascha. Ja, Sascha. Du brauchst auch einen Tuning-Karre. Nein, Taros hat jetzt einen Bus, Mann, das ist doch geil. Wo ist denn dein Wagen denn? Bei mir in der Garage zu Hause. Dann hol's doch. Ach so, dann hol den Wagen doch, Mann. Kann man mal zeigen. Dann fahr mal zu deiner Hütte, Sascha. Dann fahr mal den hinterher. Hütte. Okay, hast du ihn zu Hause? Wir fahren alle in den Bus. Ja, ich muss ganz kurz. Hast du zu Hause? Nee, nee. Okay. Okay, kurz meinen Hut anschalten. Komm, Sascha, geh mal. Los, Sascha, wir wollen hinterher. Doch, Sascha, Terrors, gib Gas da in den Bus, du. Sonderfahrt. So. Könnt ihr auch alle mit dem Sascha mit dem Bus mitfahren? Nee, ich fahr mit dem Auto. Jawoll! Abbiegen! Boah! Abbiegen! Boah. Abbiegen.
Und wieder abbiegen. Boah! Stell dir mal vor, so ein Bus wird so leicht fahren, ey. Und wieder abbiegen. Ey, wir dürfen uns nicht berühren. Der fährt einfach über Bürgersteig. Wir dürfen uns nicht berühren. Hey, wo ist denn? Alter! Ich dachte, es wäre eine Rakete, ey. Ich auch. Kurze Zeit, dann geriet die Angst gerade. Ich dachte, das wäre Jar Jar, ey. Oh nein. Nee. Ey, hier ist die Play. Ah, ne, hier ist die Playboy-Mansion. Ist doch, ist sie nicht irgendwo hier? Ja, hier machen wir gleich ein fettes Verstecken, ey, in der Nähe. Sicher. Guck mal, wäre doch voll geil. Ja, hier links müsste die irgendwo sein. In den Hills hier, weißt du? Oh, Alter! Ja, aber der Sascha wohnt doch nicht in den Hills. Natürlich, wird voll abgedreht. Nein, Mann. Hast du das gesehen, Leno, Alter? Ja. Wohnt irgendwo in der Wüste. Das ist wahrscheinlich nur eine Garage oder so. Durch, ey. Der schickt uns richtig in die Wüste, Curry. Er wohnst du auch neben dem Hotel da, Sascha? Für die absteigen, ey. Hast du das für die Garage? Oh! Boah. Alter, was ist denn für ein Assi, Mann? Wir müssen den Bus aktivieren. Alter, guck mal, hier ist übrigens voll die geile Rampe, ne? Ey, wartet mal auf mich. Ich hab euch verloren, glaube ich. Oh. Alter, ich überhole. Ey, ich bin hinter euch, Junge. Ich finde, das wäre mal eine ganz geile Challenge für die nächste Folge, ey. Wollt ihr nicht nochmal Verstecken spielen? Wir gehen einfach alle in einen Bus und springen von der Rampe da. Das stimmt. Oder mit dem Cargo-Bob mal wieder abschleppen, das haben wir auch. Aber ich würde erst in der nächsten Folge wirklich nochmal Verstecken spielen, oder? Ja, ja. Okay. Das haben wir ja angekündigt jetzt. Aber ich würde es gerne zu Saschas. Ja, der Sascha wohnt hier, oder was? Ja, der wohnt doch hier. Alter, echt? Du wohnst in den Hills, Mann? Ja. Hier. Aber guck mal, Curry, das ist echt so eine Billighütte hier. Aus der meine Kerle. Ja gut, die Aussicht ist jetzt auch nicht so mega. Also. Scheißhütte! Ja, nicht so mega. Oh, allgemeine Fahrzeugkontrolle. Oh, das ist echt das Einzige, die auf dem Film ist. Oh, bitte Platz, mach das hier. Dankeschön. Okay, geht mit ihm. Dann sagen wir mal, in der nächsten Folge geht's dann weiter mit GTA Online. Ja, wir werden die Rampe. Ich werde Dennis killen. Bis zur nächsten Episode, danke fürs Zusehen. Und wie gesagt, tut mir mal einen Gefallen, liebe Zuschauer. Poste mal beim Leno, beim Currywurst und so weiter, bei den anderen mal ein paar Challenges in die Kommentare. Und zum Schluss der Folge jump ich hier nochmal runter. Ja! Die Rampe ist mega, die müssen wir auf jeden Fall nehmen. Tschüss! Tschüssi! Toll, Monster Stunt, fehlgeschlagen. Jumpt auch mal hier runter zum Abschluss. Wo ist denn der Leno hin? Okay, warte. Leno? Hat das Spiel verlassen. Leno hat das Spiel verlassen. Doch, warte, nein! 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 Komm, jump hier runter, Leute. Warte, sofort. Bisschen aufnehmen. Es ist der ultimative Folgenabschluss. Hä, wo denn? Hier über die Rampe. Ich fange euch auf. Okay, mein ist Double Sandwich. Ja, die Absperrung da. Achso. Sekunde. Warte auf dich, Curry. Hey, wo bist du denn? Ne, die fliegen weiter, was oder? Was macht denn der NPC da, Alter? Guck mal. Ich bin hier unten, Curry. Ich warte schon hier. Ja, ich weiß. Ich stehe auch unten, aber ich bin bis hier hinten. Ja, fang ihn auf! Sascha! Okay, jetzt Bronze? Der Bronze. Komm, Bronzi. Ja, wo bist du denn, Mann? Komm, Bronzi. Bronzi, einfach geradeaus weiter. Hier hoch, oder was? Ja, da kommt gleich so ein Weg. Das ist, der geht dann von Karte, der... Schau auf die Karte. Achso. Aber dieser graue Abzweigung ist. Ja, diese graue. Da musst du aber springen. Das ist eigentlich so ein Weg halt. Ah, geil, warte. Keine Straße. Komm, Bronze. Jo, Alter, was ist denn hier? Jo, Alter! Fangt ihn auf! Alter! Jawoll! Ja, bis zum nächsten Mal von GTA Online. Tschüss! Danke fürs Zusehen. Wenn euch die Folge gefallen hat, macht einen Daumen hoch. Das würde mich sehr freuen. Und bei den Jungs auch. Schaut vorbei. Und guck mal bitte, ob der Bronze nicht gemogelt hat, die alte Sau. Tschüss! Er hat gecheatet.